Mit dem neuen Jahr ist auch ein neues Fahrradverleihsystem in Kassel gestartet. Statt Konrad gibt es jetzt Nextbike. Die Räder sind blau statt grün, leichter und es gelten andere Preise. Wir haben Nextbike für euch getestet. Los geht's am holländischen Platz. HNA-Volontär Philipp Schwem sucht sich ein Fahrrad aus. Doch wie funktioniert das System eigentlich? Beschreibungen befinden sich direkt am Fahrrad, an der Stelle, wo sonst ein Gepäckträger ist. Um sich das Fahrrad auszuleihen, muss sich Philipp bei Nextbike registrieren. Das funktioniert zum Beispiel telefonisch. Er wählt die Nummer der Nextbike-Hotline und meldet sich an. Dazu benötigt er eine Kredit- oder eine EC-Karte. Er gibt seine Daten weiter, damit Nextbike die Kosten für die Ausleihe abbuchen kann. Möglich ist eine Anmeldung auch per App, die man sich aufs Handy laden kann. Anmelden, einloggen und die Fahrradnummer kann eingegeben werden. Danach erhält man eine Nachricht über die App, die den Entsperrungspin enthält. Weil Philipp bei der Hotline angerufen hat, bekommt er den PIN telefonisch und per SMS mitgeteilt. Jetzt ist das Fahrrad entsperrt. Philipp kann das Schloss entriegeln und losfahren. Denkbar einfach. Bis hierhin hat alles super funktioniert. Sein Ziel ist die Station Rathaus in der Innenstadt. Das Fahrrad fährt sich gut. Auch bergauf hat Philipp aufgrund der verschiedenen Gänge keine Schwierigkeiten. Der Sattel ist bequem und er lässt sich individuell einstellen. An der Station angekommen, stellt er das Fahrrad ab und verriegelt das Schloss. Um das Rad zurückzugeben, drückt man auf OK und wartet auf das Rückgabesignal. Möchte man es nur kurz abstellen und das Fahrrad danach weiter nutzen, muss der Knopf P für Parken gedrückt werden. Auch diese Schritte sind am Fahrrad erklärt. An der Nextbike-Station am Rathaus befindet sich zudem eine Hinweistafel. Da sind auch die Preise notiert. Jede halbe Stunde kostet 1 Euro, ab der fünften Stunde sind es pauschal 9 Euro. Diese Tafel ist allerdings nicht an jeder Station angebracht. Unser Fazit? Die Nextbikes sind wirklich sehr einfach auszuleihen. Man braucht eine EC oder eine Kreditkarte. Das Ganze geht per App oder per Telefon. Dann kann man auch sofort losfahren. Gerade bergauf ging es wirklich sehr einfach voran, denn die Teile haben mehrere Gänge zum Schalten.